was du denkst. Nein, nehme ich jetzt Sedenium. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. This man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. So. Bring mal die beiden Chesterfield-Sachen. Telegramm aus Chesterfield und noch Vorsteher. Bingo. Was ist jetzt gewesen? Das ist in der Mitte. Wer ist haben. Also, ja. Das erste. Der Zug hat im Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unlesbar ist und Fragen aufwirft. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher wurde und seine Aussageszeile er könne den Bericht gesandt haben, ohne dass er den Zug sah. Was ist denn deine Meinung? Naja, letztendlich haben sie ja jetzt selber gerade gesagt, er ist betrunken. Und es könnte sein, dass es halt Zweifel hervorbringt. Deswegen wäre ich jetzt auch eher gerade so bei dem. Könnte Zweifel haben, aber ich persönlich hätte mehr so die Vermutung, dass es wirklich passiert hat, dass er hier durchgefroren ist. Und er einfach nur wirklich rotzevoll das geschrieben hat. Aber das können wir ja noch offen lassen. Wir müssen uns ja hier nur jetzt nicht festlegen weiter. Also rein theoretisch müsste es ja so sein, dass der durchgekommen ist, weil wir haben ja den Zug gesehen, dass er ja ankam. Und da hätte er durchfahren müssen. Also ist er durch. Dann ist er passiert. Ja. Dann kann man das ja schon ausreden. So, was waren die anderen noch? Robinson Motiv war klar. Hier, und das war das, was ich mit dem zufällig am Boot. Da brauchen wir den Kontrolleur und die Besitzer stehen wurden vorsehen. Da müssen wir mit dem Kontrolleur reden. Vorher kommen wir da nicht weiter. Okay. Kann man noch was zusammensetzen? Nee, das haben wir schon. Genau. Okay. So, hier haben wir ja nicht nochmal irgendwas, oder? Ne? Sah jetzt nicht so aus. Ich sehe zumindest nichts, ne? A fishing advertisement. Ja, deswegen hat er die Angelschnur dabei. Ja. Okay. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Damit kennt sich ja Kim aus. Was soll denn das jetzt heißen? Na, hast du vorne auch das Schloss geknackt? Ja, auch ein kleinstes, ein Schloss zu knacken. Okay. Nehme ich so hin. Jetzt wird direkt T angezeigt, guck mal. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Moin, mein Lieber. Hallöchen. Moin, wie geht es euch? Uns geht's gut und danke, vielen lieben Dank für deine 5 Bits. Ich hoffe, dir geht's auch gut oder wir hoffen, dir geht's auch gut. Heute mal hier in umgekehrter Rolle, wie du siehst. Oh. Ja, umgekehrte Rolle, ha, 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 ha. Ist mir gerade auch aufgefallen, Entschuldigung. Du bist nicht umgekehrt. Das stimmt, aber du kannst T drücken. Guck mal jetzt, weil dir das Auge leuchtet, nämlich gelb jetzt. Der Boden. Bags were recently dragged here. Alk. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Sie dürfen. Ja, warte. Ich muss noch den Tusch vorbereiten. Was ist der Unterschied
zwischen einem Arzt und einem Dieb. Der Dieb weiß genau, was einem fehlt. Vielen lieben Dank für den Scherzkeks, Mann. Noch 600 für den Bit-Imo dauert wahrscheinlich noch 6 Monate. Dann ist es so, vielen lieben Dank für weitere 15 Bits in Ranix. Und ja, die Bit-Emotes sind ganz neu dazugekommen. Dauert noch ein bisschen. Aber freue mich über jeden Bit und es freut mich, dass du darauf jetzt schon sparst. Vielen lieben Dank. Ja, ich heb das Buch wieder auf. Schmeiß das Buch hier weg. So, also wir haben jetzt Weinflaschen gefunden, ja? Habe ich das richtig gesehen? Französischer Wein. Französischer Wein. Nicht griechischer Wein. Falsches Lied. Achso, Entschuldigung. Auch wenn Enno das Lied sehr gerne singen würde. Ist hier noch was? Railway Post Bags. Und über Tee ist jetzt weg, ne? War genau. Nur das. Ja, weil ich glaube, das Auge leuchtet dann, wenn wir Tee brauchen. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Weinflächen gefunden und wissen jetzt, dass er ein dezentes Alkoholproblem aufweist. Ach Quatsch, nur weil der mal getrunken hat. Soll ich nochmal reingehen zu ihm? Da haben wir alle Zimmer durchgesucht. Ja, und Wurzeln steht noch drin. Das Wehrhaus ganz hinten, waren wir da auch schon drin? Ja. Da waren die Flaschen, ne? Das ist die Waiting. Warte. Weiß jetzt nicht. Wo bist du jetzt gerade? Ja, da, wo Wurzeln steht, waren wir doch als letztes. Ja, da waren wir gerade da drin, da waren und die Flaschen. Und das daneben? Da waren wir noch nicht. Ja. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Wimmelbild? Komm, Wimmelbild. Mach ein Wimmelbild draus. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Well, yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Mm-hmm. But, Holmes, I'm a little confused. Mit einer Dresine kannst du das faken. Das heißt, rein theoretisch ist das Erste, was wir gemacht hatten, also was wir festgesetzt hatten, eigentlich schon wieder fast nichtig. Weil es den Zug gar nicht gab. Ja. Genau, ob der Zug Chesterfield passiert hat. Ach, was will ich denn jetzt damit? Nee, kann schon sein, dass der... Was machst du denn? Ich bin gerade voll... So. Keine Spur von Zug und Teil einer Dresine wahrscheinlich. Das würde nämlich Sinn ergeben. Warum was? Unten. Also könnten wir ja rein theoretisch das wieder dahin wechseln. Oder wir sagen, wir nicht, behalten uns offen mal lassen. Vor. Ich kann mir vorstellen, der ist durchgefahren und wurde danach abgefertigt. Die demontierte Dresine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Dresine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Okay? Ja. Zugexperiment. Wunderbar. Machen wir. Erstmal gucken, ob wir noch mit, ob hier noch was zu finden ist. Ich denke, es wird gleich das sein. Ja. Dann kannst du auch das Zugexperiment gleich starten, wenn du willst. Mach mal. So. I should use the appropriate object here. Soll ich dir links? Use the appropriate object here. Musst du mal jetzt einen Gegenstand anklicken, dann rein. Links den Räder. Ja. Krieg das nicht gedreht? Die andere Seite. Okay. Kann ich es wegklicken? Nö. Rechtsklick, rechte Maus, also. Achso. Ein kleines Zahnrad. Das muss der da bestimmt rein. Okay.
Ah, jetzt kannst du es drehen. Guck mal, mit rechten Maus das Ganze drehen. Da kriegst du das Rad dran. Das kommt oben drauf, richtig? Mehr. Da muss ich doch hier. Da. Die Bremse. Was ist denn jetzt vorne, was ist denn hinten? Kann ich dir nicht sagen. Ist ja eigentlich. Da in der Mitte leuchtet es, wenn die Mitte. Ja, da. So, es fehlt aber noch bestimmt irgendwas. Na, hier die Lampen. Ich hatte doch vorhin. Aber da sind wahrscheinlich noch hier. Holztrumpf. Da müssen also noch Holztrumpf wahrscheinlich oder sowas. Ah, Holzbrett. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Hut, Hut. Mhm. So, jetzt kannst du F machen. Scheinwerfer hatte ich das schon gesehen. Oh, jetzt kannst du übrigens F machen. Ja, warte. Links ist die Pfeife, oder? Oben. Wunderbar. Liegt noch was hier drin, wenn wir jetzt Platz haben? Aber warum soll jemand sich... Oh. Was war das? Ein langer Stab. Achso. Und das war? Irgendwas mit Feuer. Erstmal mitnehmen. Egal was. Mitnehmen. Ja. Mehr ist hier nicht. So, was wolltest du jetzt? F. Achso, da können wir gucken, was hier noch fehlt. Ja. Das Feuer, ich denke mal, es wird ein Feuerzeug in der Richtung sein. Ja. Wird wahrscheinlich hier für die Pfeife. Ja. Mal. Langen Stab platzieren. Muss das hier irgendwo liegen? Nee. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Genau, kannst du jetzt da an die... The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Funktioniert. Und Licht. Wir sind hier. Ah. Der Dynamo. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Oh, wir können das kombinieren. Zuckertrappe und Teil deiner Tresine, oder? Ja. Da unten ist das nächste. Dazu kam Nien Avenger. Er verschwand bereits vor Avenger selbst, hat jemand einen Zugertrapper eingesetzt. Kann natürlich auch sein. Wir müssen halt nochmal gucken, wie dann die Strecke war. Wir müssen uns nur den Fahrplan angucken, wo er gefahren ist, wo er losgefahren ist, theoretisch. Ja, noch was? Nee. Na, wer jetzt haben wir? Ja, das ist nur so. Damit du es nochmal angucken.
Now we have two maps. We must combine them properly. Ah, leg sie drauf. Gefunden. Wahrscheinlich. Nee. Ja. Hallo. Und da ist ein abgehendes Gleis. There it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Evesham waren wir ja, da war es zu, da haben die ausgeladen. Das, genau. Da könnten die beispielsweise eine Dresine drauf getan haben. Dann später. Ja. Weil die sind ja da alle ausgestiegen, das macht ja gar keinen Sinn. So, wir sind jetzt also die Eisenbahnweiche und den anderen Bahnhof, müssen wir uns noch anschauen. Ja, so richtig mit den anderen konntest du jetzt hier eh nicht mehr reden, gerade hier mit Schnapsdrossel. Ihn könnte man nochmal fragen wegen der Dresine. Weil er ist Bahnhofsvorsteher, sollte ja wissen, was in seinem Bahnhof so los ist. Das können wir gerne tun. Der ist aber nicht in der Post. Da auch nicht. Doch. Da ist er. Dreckiges Werkzeug, okay. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line so that the water wouldn't come in too close. Mm-hmm. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Waren nicht Englisch. Chilenen passen immer mehr. Wenn du das meinst. Naja, das Telegramm mit den vielen Schreibfehlern. Ja, das war aber seine. Er hat doch gesagt, er hat das Telegramm geschrieben. Da war sie ja sicher, dass es geschrieben hat. Ja. Und er hat die Schreibfehler waren, weil er besoffen ist. Naja. Aber ja, klar, letztendlich mit denen passt das auch. Aber die Chilenen würden passen, da als Arbeiter sich auszugeben. Ja. Also wir haben den Diebstahl und wir haben hier einen Versicherungsbetrug. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt uns mal diese Weiche da anschauen. Ja. Würde ich jetzt vorschlagen. Mal mit ich denke, hier wird, denke ich mal, nicht viel sein. So, von da kam der Zug. Und wir sehen nichts. Ist das jetzt F? Ja. Ja. Ja, wir können es ja nicht sehen, weil wir noch gar keine Vermutung haben. Ja. So, der ist dann theoretisch geradeaus weitergefahren und das Minen. This is interesting. Okay, da geht's noch nicht rein. Kannst du hier nach links rum? Warte mal. Nach links. Da vor der Kutsche. Und dann mal noch die gelbe Ansicht. Wäre wahrscheinlich interessant. Okay. Ich denke mal, es werden ganz normale Wege sein. Mach mal
mal hier nochmal Tee aus. Lass mal rumlaufen, um zu gucken, ob wir da was sehen. Okay. Also kommen wir dann noch nicht den Weg nach hinten. Dann geh nochmal Richtung Mainz. Warte. This road should go in the same direction as the railway. Und wir haben eine Spur drunter. Da geht auch kein Tee. Da ist auch nichts drunter. Geh nochmal auf der andere Seite. Nee, hat ja keine Vermutung, was er sagt. Ja, ich hatte jetzt gerade gedacht, weil er sagte, dieselbe Richtung wie die Schienen, dass er da schon im Kopf was zusammen hat. So, Watson. Wo sollte ich jetzt hin? Jetzt nochmal nach rechts und dann Table. Ob wir irgendwo bei der Anfahrt, na gut, der blockt dich jetzt eh gleich, da ist nichts weiter. Du kannst ja gelb relativ weit sehen, du musst ja nicht da drauf. Hat er hier nicht. Was wäre jetzt so die Frage gewesen, ob man hier irgendwie sieht, dass er da abgebogen ist, dass die Schienen frisch benutzt worden sind, bearbeitet worden sind. Aber das sieht nicht so aus. Dann müssen wir wahrscheinlich zum Bahnhof weiter. Na. Ist er nicht. Nee, deswegen alles gut. Wir werden wahrscheinlich erst zum Bahnhof müssen. Mit dem? Mhm. Bin schon wieder gar nicht mehr im Bild. Ach, natürlich. Da sind sogar Leute drin. Obwohl der Bahnhof nicht verwendet wird. Gehen wir da gleich mal rein. Chill hin. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Schiele. Man nimmt sich aber den Zigarettenstummel. Du schon davor standst. Ne, hatte ich doch gerade. Hmm. This scent is familiar to me. But in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Hm, mexikanischer Hut. So, hier. Ja, du musst es drehen und dann das ja, hochwerfen. Ja, ich hab hier gerade. Ja. Dann kriegst du dich hier nicht noch mehr zur Seite. Da ist noch einer, den du bestimmt bewegen musst, oder? Ja, ich muss wahrscheinlich so die rum. Die Blätter ja. Bestimmt, oder? Die kleben die Blätter an. Ja. Kannst du die schieben? Genau. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Passt zu Schiele. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Diese Chilenen nicht Mexikaner. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station.
noch irgendwas? Diese Truhen hier überall. Nur Deko. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Zumindest was den... Oh! Wettschein für Pferderennen. Betting slips for horse racing. Oh, haben nicht wirklich eine mehr Bedeutung. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Nochmal $2. Dann hat der vielleicht mit denen zusammengearbeitet. A telegraph. War da nicht zwei da hinten? Was? War hinten nicht noch irgendwas, was geleuchtet hat? Ich da waren gerade zwei. Okay. Nö, ich seh nicht. Alles gut. Ich dachte, es wären zwei gewesen, aber ist nur. Ja. So, gehen wir mal hier raus.